Normalerweise fresse ich diese Dinger in Herden, denn hier geht's ums Fressen und gefressen werden. Stets das Gleiche, es gibt schon Beschwerden, doch der Sinn ist halt fressen oder gefressen. Tja, der Größte bleibt wohl unversehrt, was wohl bedeuten dürfte, ich hab noch Zeit fürs Dessert. Wartet, Jungs, ich habe die Antwort. Ich glaube, hier sind wir sicher. Oh, hi. Also, du hast ja schon alles hinter dir. Vielleicht kannst du uns eine Frage beantworten. Was ist der Sinn des Lebens? Du musst das Leben voll auskosten, Mann. Guck mich an, ich habe alles gemacht. Bin aus dem Flugzeug gesprungen. Sonst nichts weiter? Naja, nein, ich war 18. Also, nein. Und wie war's? Du weißt schon, dein Leben. Oh Mann, für 70 Sekunden war es echt super. Naja, und dann war es für ein paar Sekunden wirklich, 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 wirklich sehr schlecht. Das nennst du das Leben voll auskosten? Denk mal drüber nach. Würdest du das Leben lieber 70 Sekunden lang voll auskosten? Oder 70 Jahre ein langweiliges Leben führen? 70 Jahre? Auf jeden. Nein, geht nicht. Hier ist es langweilig. Komm zurück. So ein Mist. Jetzt funktioniert er. Was machst du? Ich werfe Steine. Das macht man, wenn man traurig ist. Ah ja, aber normalerweise nicht drin. Ah! Was macht ihr zwei da? Ach, wir sind deprimiert, weil wir den Sinn des Lebens nicht finden. Der Sinn des Lebens ist, sich selbst zu finden. Und, haben Sie sich gefunden? Noch nicht, aber ich bin hier drinnen. Irgendwo. Und wie sollen wir uns nun selbst finden? Um dich selbst finden zu können, musst du durch die heißeste Wüste wandern, die gefährlichsten Meere überqueren, den höchsten Berg erklimmen. Und dann, auf dem Gipfel, wirst du es wissen. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, wer ich bin! Ich bin faul. Um das rauszufinden, muss ich auf keinen Berg klettern. Was? Was? Das ist doch alles nicht real. Warum ist keiner in der Lage, unsere Frage zu beantworten? Sag mir, Universum! Was ist der Sinn des Lebens? Leute, schnell, da braucht jemand eine kosmische Antwort. Erklären wir ihm den Sinn seiner erbärmlichen Existenz in Form eines Feel-Good-Songs. Und eins, zwei, drei. Wenn du glaubst, du hast nur Sorgen und dein Leben ist verkehrt, denk dran, im Großen und Ganzen ist dein Leben gar nichts wert. Ein Blatt erscheint dir ziemlich klein, eine Ameise kann riesig sein. Objektiv ist Zufall, deshalb hier ein Tipp aus dem Weltall. Du denkst, es gibt nichts Größeres als das, was du Erde nennst. Aber die ist ziemlich mager, wenn du Neptuns Umfang kennst. Hey. Bleib cool. Denn wenn du glaubst, du hast nur Sorgen, weil du dick bist oder dümmer, denk dran, im Großen im Ganzen wirst du immer nur noch dümmer. Ja, die Sonne, die ist riesig, dagegen fühlt man sich schon pieselig. Geht aber nur für ihr System, woanders ist's echt unbequem. Die Milchstraße, die Galaxie, Universum kommt dazu. Das sind nur die uns bekannt, die nehmen schon fast überhand. Bist winzig wie ein Staubkorn, nur der winzige Mini-Laus. Du kannst es drehen und es wenden, ja, da kommst du nicht mehr raus. Dein Leben dauert 100 Jahre mit etwas bisschen Glück. Doch hier sind 100 Jahre von dem Mäusepups nur ein klitzekleines Stück. Und wenn du denkst, du hast nur Sorgen und dein Leben ist verkehrt, denk dran, im Großen und Ganzen ist ein kleines, dummes, elendes, mega doofes, quälendes, trauriges und klägliches, großes, unerträgliches Leben gar nichts wert! Traurig und klägliches, trostlos. Hä? Was soll denn das werden? Keine Ahnung, versteh's auch nicht. Aber wenn die mit ihrem Lied fertig sind, wird die Sonne schon längst kollabiert und explodiert sein. Also. Wisst ihr noch dieses Kind vor 4,75 Milliarden Jahren? Ja. Es hatte recht. Taubenmajo! Taubenmajo! Was für ein vertaner Tag. Ja, wir werden den Sinn des Lebens nie rausfinden. Ja, Taubenmajo! Sie scheint eine Lösung für sich gefunden zu haben. Tja, im Leben geht es nicht um das Ziel, es geht um die Reise und darum, unterwegs Freunde zu finden. Die Suche nach dem Sinn ist sogar genau das, was unserem Leben Sinn gibt. Also die einzige Frage, die es sich wirklich lohnt zu stellen, ist... Also, der wahre Sinn des Lebens ist, herauszufinden, wie du es genießen kannst. Wie darüber zu lachen? Oder das zu machen. Taubenmajo! Taubenmajo!